Badadadam. Da ist der Baum! Okay, das ist gerade. Emiro! Der wehende Wind hat auch mich erreicht. Ich träumte von einem Friedhof im Westen von Horondorf. Könnte dort eine Essenz verborgen sein. Finde einen Seeweg, um dorthin zu gelangen. Ei, ei. So, doch jetzt erstmal wichtigere Dinge. Martha, du olle Zippe, wo bist du? Wo bist du? Komm her! Martha! Ich brauche die... Da ist Martha! Hallöchen! So! Komm mal ran! Bumm! Oh, guck mal, ein Ei! Autsch! Pass doch auf, wo du hinläufst! Du hast soeben Martha, den Lehrling der großen Hexe, Sirup angerempelt! Meine Güte! Das ist mein Ei! Ja... was kriege ich dafür? Ja, ich kann mit dem Ei nichts anfangen. Hey, weil ich ein Junge bin. Ich kann mit der Puppe als Junge ja so viel mehr anfangen. Du Mistkrücke. So. Auf jeden Fall haben wir jetzt die Puppe bekommen. Mit der wollen wir jetzt zuallererst einmal ins Horondorf zurück. So. Da da dam, bam, bam. Denn hier gibt... Habe ich Ringe? Nö. So. Jetzt muss ich überlegen. Ja, wir fangen erstmal an mit üblichem Krams. Sprich, Kerne abgrasen. Haben wir wieder zwei Nüsse. Ja, eine Gashanuss. Eine Flasche. Die ist super. Die gefällt mir. Die gefällt mir gut. Eine Gratisflasche. So. Blops. Dankeschön. Njom. Hüpf, hüpf, hüpf. Und ich hüpf. Hüpf, hüpf, da da da, bam, da 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 da. So, noch eine Nuss. Gib mir voll auf die Nuss. So, ein Ring war in der Nuss. Das ist nicht so toll. Da 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 da, da 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 da, badam. Okay, pflanz eine Nuss. Das finde ich super. Ein Kern, so rum. Hier machen wir hoch. So. Das auf. Hüpf. Hier lang. Hier ganz schnell lang. Autsch! Autsch! Das tat voll weh. Geh du da mal weg. Dankeschön. So, hüpfen, 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 hüpfen. Hüpfen, hüpfen, hüpfen. Hüpf, hüpf. Hüpf, hüpf. Hüpf, hüpf. Hüpf. Komm schon, da ist das Haus. So. Hallöchen. Du da. Ist das heiß? Selbst mein wertes Erholungsbad verschafft mir keine Linderung. Ich brauche etwas Grausiges, was mir kalte Schauer in den Rücken jagt. So wie diese hässliche Puppe, die du ganz zufällig in deinem Inventar hast. Okay. Braver Junge, da nimm diesen hervorragenden Eisenkessel. Ein Eisenkessel. So. Jetzt haben wir einen Kessel, mit dem wir nicht wirklich viel anfangen können als Kerl. Ich meine, hey, was will ein Kerl mit einem Kessel? Was will ein Kerl mit einer Puppe? Das ist genauso fragwürdig, aber was will er mit einem Kessel? Ich bin ein Held, bitte. So. Ich muss hier lang. So. Oh Gottchen. Da-dam-ba-da-dam. Da-da-dam-ba-da-dam. Ich könnte nochmal nach dem Herzteil gucken. Ich glaube... Bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, es war der Sommer, in dem man sich das Herzteil holen will. Müssen wir jetzt mal nachgucken. Sommer? Bitte sei es gewesen. Wo waren das? Wo waren das? Nein! Nein! Lass mich heile! Bitte! War das nicht hier? Es war nicht der Sommer, dann war es vermutlich... War hier unten nicht auch noch ein Baumstumpf? Alter. Nein, lasst mich. Alle in Ruhe. War hier nicht ein Baumstumpf? Hier war so ein Teil. Gut, wir lassen das sein und gehen hier rein. Denn hier wollen wir hin. Als nächstes. So. Hüpf. Jetzt muss ich noch das richtige Haus finden. Bam, badam.
Hier ist erstmal gleich der Laden. Mal gucken, was hat der Market denn aktuell so? Mark! Gib mir das! Es glänzt und Mitgliedskarte steht drauf. Okay. Juhu! Eine Mitgliedskarte. So, ich muss jetzt den Koch finden. Es gibt hier nämlich voll den krassen Koch in diesem kleinen Weltengebimse hier. Ich habe gerade nur keine Ahnung mehr. War er nicht da? Fuck, wie komme ich denn da runter? Oder warst du hier? Nein, das ist die Schaufel. Schmiede. Ist gerade uninteressant für mich. Das war nicht der Koch. Bam, bam, bam. Warst du der Koch? Das wäre natürlich klasse. Bist du der Koch? Nein, du warst eigentlich der Koch. Und hier rechts kommen keine Häuser mehr. Nö. Moment, wie komme ich denn da jetzt links rum? Man kam da doch von hier irgendwie... Von hier oben oder so? Oh, wir können jetzt mit dem Magnethandschuh. Moment, klar. Wir können uns erstmal hier um den Kram kümmern. So. Einmal, zweimal. Dankeschön. Peps. Dingdaldu. So. Und dann hier oben lang. Hier rüber. Und dann war... Hier oben doch auch noch was. Nee, hier nicht. Da war noch was. So rum war das. Tram, bam, bam. Da, 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 da. Lass mich hier rüber. Miau. So. Jetzt muss ich gerade überlegen. Ich will... Hey, ich hätte das Ganze auch so verkürzen können. Kein Ding. Geh gern Umwege. Hatten wir schon das Thema. Ich will quasi hier runter. Da will ich hin. Wie komme ich da hin? Oh, hier ist auch noch ein Haus. Warst du das? Ja, ich glaube, du warst es sogar. Ich würde nur zu gerne ein feines, delikates Süppchen anbieten, aber ich habe nicht mal einen Kessel. Hey, was ist ein Zufall? Du hast einen Kessel. Wuhu. Und jetzt kriegen wir eine Suppe. Ding, klong, plopp, plorp. Juhu, Lavasuppe. So lecker. Nom, nom, nom. Jetzt brauche ich ein Portal zurück. Hallo, was bist du denn? Höhle. Ach so, die habe ich ja schon ausgeraubt hier, die Leute. War ja was. Ich brauche gerade einfach nur ein Portal zurück jetzt. Di-di-di. Da-da-da-ba-ba-da-b. Da-da-b. Dam-dam-dam-dam. Wo geht es hier zurück? Ich hasse es. Ach, hier bin ich, okay. Dann müsste es doch hier rechts. Ja, da war das Portal. Ah, dann gehen wir so rum zurück. Passt schon. Hüpf. Und... Jetzt bin ich am Überlegen, wie komme ich denn jetzt am schnellsten zu dem armen, armen Typen, der diese Suppe gebrauchen könnte? Puh, das ist gar nicht so einfach. Ich würde aber gerade spontan sagen, dass das schnellste die versunkene Stadt wäre. Yep. Yay. So. Brums. Können wir auch nebenher nochmal unsere Freunde hier besuchen. So. Hallöchen. Na, ihr? Quiek. Oh. Mensch. Das ist aber blöd. Tut mir das leid. Bums. Quiek, du bist schuld, dafür wirst du zahlen. Auge um Auge. Bums. Töten die mich jetzt? War das nicht so? Bums. Oh nein, ich bin gestorben. Das ist so toll. Das musste ich unbedingt mal zeigen. Fortsetzen. So. Das ist verdammt cool. Das ist... Ja. Ich mag das. Es ist natürlich blöd, dass man da stirbt, aber ich find's wahnsinnig lustig irgendwo. So. Die Abkürzung mal hier oben drin.
Bring mich rein. So. Blop, 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 blop. Und das Schöne ist, das hat meine Flasche nicht mal aktiviert. Genau. So, sehr gut. Das wäre noch dümmer gewesen, wenn ich jetzt die Flasche verballert hätte. Dann hätte ich geschrien. Schwimm. Da. Hoch. So. Ich bin gerade überlegen. Ich meine, das wäre hier links lang gewesen. Nein, da komme ich nicht lang. Natürlich nicht. Du, 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 du. Hier ist nämlich ganz eiselig kalt. Ja, hier ist ganz eiselig kalt. Und hier oben hatte doch wer Schnupfen. Falls sich noch wer dran erinnert. Hüpf. Na komm. Ich glaube, du warst auf der Seite. Jetzt bin ich mir gerade unsicher. Warst du auf der? Ja, du warst auf der Seite. Sehr gut. Wir wollen nämlich noch höher. Bin ich falsch gegangen? Ich glaube, ich bin falsch gegangen. Fuck, wie komme ich denn zu dem Goron? Das hat nur mein Ringetui vergrößert. Yep. War das noch weiter links? War das die Höhle? War das die? Nein, das war die Höhle mit dem Schläfer. Oder? Gib mir die Fee erstmal. War das doch links rum? Das kann auch gewesen sein. Hüpf. So. Gehen wir mal links rein. Nein. Fuck it. Wo war denn? War das da links? Und das mit dem... Dann muss das hier... Ich buddel mich da jetzt eben durchkommen. Zack. Rums. Heben wir den einmal raus da. Na klar, das war hier. Oh, bin ich blöd. Hier ging es hoch. So. Zu Le Goron. Danke. Ah, Moment. Hier kann ich auch noch hin. Oder? Kann man sich da ranziehen? Ich bin mir gerade unsicher. Mal ausprobieren. Nö. Gut. Dann wollen wir hier hoch. Denn hier oben ist der Big Goron. Hatschi, ich hab die Nasche voll. Ach, bist du süß. Oh, das riecht wundervoll. Schuppe? Möchtest du Schuppe? Hier hast du Schuppe. Gluck, gluck. Welch harmonischer Geschmack. Nun geht es mir viel besser. Die Goronenvase. Und ich weiß nicht, ob ich es gezeigt habe, aber es gibt einen Vasenliebhaber in diesem Spiel. Und der möchte bestimmt unsere Vase haben, denn die ist ganz selten. Na, wo bist du denn? Schwimmen wir mal hier rum. Schwimm, schwimm, schwimm. Schwimm, 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 schwimm. Schwimm. Hüpf. Wo bist du? Da bist du. Der... Nein, das wollte ich nicht. Abbruch. So. Der Vasen gesucht. Ingo-Sammler. Da oben nämlich soll seine Goron-Vase sein. Verdammt, dieser Big Goron, wie oft ich auch frage, er rückt diese Vase nicht raus. Blablabla. Sogar sein Abendessen würde er dafür geben. Seinen Fisch. Oh, ja, hier. Nimm dies und gib mir den Fisch. Juhu. Und jetzt gehen wir raus. Gucken uns das mal an. Oh, da steht die Vase. Ist sie nicht hübsch? So. Jetzt gibt es wen, der ganz dringend unseren Fisch gebrauchen könnte. Wir sind auch schon öfter an ihm vorbeigelaufen. Auf dem Weg können wir nochmal schnell unseren Ring schätzen lassen, den wir gefunden haben. So, hi, Vasu, was geht? Hier ist ein Ring für dich. Ein Treibsandring zum wievielten Mal? Dritten Mal? Vierten Mal? Mensch, habe ich ein Glück. So, und wo wir sind, können wir jetzt auch noch was anderes kurz machen. Wir haben uns doch nämlich gerade die Mitgliedskarte gekauft. Ja, hahaha. Bei einigen Klingels. Hier, Shop. Hallöchen. Ich habe eine Mitgliedskarte. Lass mich mal rein. Denn hier gibt es die Schatzkarte, die uns nichts mehr bringt. Schatzkarte. Die hätte nämlich die vier Edelsteine angezeigt. Was uns interessiert, ist das hier, dieser Beutel. Denn, da stand jetzt Arcanum-Kerne, aber in Wahrheit haben wir jetzt von allen 50 Kerne. Sehr nettes Item.
Ja, wie gesagt, die Karte ist ganz nett, wenn man nicht weiß, wo die vier Edelsteine sind. Das ist quasi, man macht die Karte auf und dann blinkt es da, wo die Edelsteine wären. Jetzt aber zum Thema zurück. Wir waren auf dem Weg zu jemandem, der einen Fisch gebrauchen könnte. Dieser jemand, der schleicht hier oben rum. Nämlich hier. Oh, deine arme Katze. Hallöchen. Guck mal, egal wie oft er sie ruft, sie kommt nicht runter. Hm, was ein Zufall, sie mag Fisch. Mensch. Ja. Ah, wir kriegen ein Megafon. Das ist voll laut. So. Ach Mist, mit der anderen Person habe ich damals auch nicht gesprochen. Es gab aber wen, oder gibt, glaube ich, wen, der irgendwie Lautstärke brauchte. Und bevor wir dabei hingehen, möchte ich erstmal was anderes machen. Man erinnere sich nämlich, dass der liebe, liebe Baum immer wieder kramst. Da, der hatte doch die Terrasse rechts. Gehen wir mal hoch. Hüpf, hüpf, hüpf. So, hüpf, 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 hüpf. So, da kommen wir hoch. Gucken wir mal rein. Gucken wir mal da rein. Feen. Uninteressant. Gucken wir mal hier oben. Noch mehr Feen, die auch uninteressant sind. Ja, aber hier kann man dann sich dann quasi die verschiedenen Kernarten aufstocken. Das Ding da wäre interessant. Aber da komme ich nicht ran. So. Hüps, 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 hüps. Hüps, 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 hüps. So. Wie gesagt, ich sagte letzte Zeit total oft so, das ist schrecklich. Auf jeden Fall, wollen wir jetzt mit dem Megafon, ich will immer wieder Grammophon sagen, hier hoch. Und hier haben wir ja den Typen mit diesem wundervollen Lied. Auf jeden Fall. Dam, dam, da. Diddly, 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 da, 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 da. Lauf geschwind, lauf im Wind! Moment. Verdammt. Ja, da fehlt noch was. Da fehlt ein Schritt. Ich hab ihn gerade vergessen. Fuck. Wo kommt das Megafon nochmal hin? Ich bin mal ganz kurz am Überlegen. War das? Ich habe gerade eine Theorie. Ansonsten muss ich nachgucken. Beziehungsweise ein bisschen rumlaufen und suchen. Wolltest du das nicht? Er wollte den Holzvogel. Oh, fuck. Sekunde! So. Ich habe quasi gedanklich ein paar Schritte übersprungen, was nicht so klug war. Wir wollen wieder in die versunkene Stadt. Genau. Und dort wieder mal. Welche Überraschung, wir waren ja lange nicht mehr dort. Dop, di dop, di dop, di dop, di dop, di dop, di dop. Wieder. Ja, ich rolle das R dort ein wenig. Ich weiß auch nicht. So. Hier runter. Juhu. Als wären wir hier seit Ewigkeiten nicht gewesen. Mensch, sieht das alles unbekannt aus. Jetzt kaum wieder erkannt. Naja, lass mich mal durch. So. Blops, 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 blops. Ich frage mich gerade wirklich, warum ich den Schritt vergessen habe. Hier brauchten... Oh ja, hier brauchten wir den Frühling. So. Hups. Einmal. Zweimal. Dreimal. So. Denn im Frühling... Ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht. Im Frühling kommen wir hier hoch. So rum. Das ist richtig. Genau. Und dann... Ach, mach ich doch keinen Schaden mit. Weck mir diesen Typ mir auf. Hey! Schnee, blockiert den. Ja! So, da ist er wach.
Er hat den ganzen Winter durchgeschlafen und nun kommt er nicht mehr zum Gipfel. Das ist übrigens... der Typ, der abgehauen ist bei der Tochter am Anfang, die den Kukodex wollte. Und ein Ring! Juhu! So, diesen Pilz. Diesen Pilz, genau diesen. Möchte jetzt ganz zufällig eine andere Person. Mensch, als wären es noch nicht Zufälle genug gewesen bisher. Jetzt muss ich überlegen, wo war hier der Baum? War der nicht hier links? Hier? Ja, perfekt. Damit machen wir Winter. Sprich, wir machen einmal Herbst. Und dann machen wir Winter. Juhu! Perfekt. Ich glaube, es war der Winter. Bin mir unsicher. Auf jeden Fall wollen wir damit hier runter. So. Ja, es war der Winter. Juhu! Miaum. Miaum. Hallöchen. So. Na, du olle Zippe. So, ich würde Martha jetzt zum Ferienbeck schicken, um Pilze zu sammeln, doch sie kommt einfach nicht zurück. Na, weil sie die ganze Zeit rumfliegt wie eine Blöde. So, ja, gib mir den Holzvogel für den Pilz. Juhu, ein Holzvogel. Mensch. Jetzt kann man übrigens auch hier die Flaschen kaufen, die ich ja zufälligerweise in dem Gashanuss-Teil gefunden habe. Deswegen habe ich mich auch so gefreut, weil man hat den Preis gerade gesehen. Das waren 300 verfickte Rubine. Auf jeden Fall können wir mit dem Holzvogel jetzt... Mensch, der Kreis schließt sich. Wir haben ganz zufällig... Oh, erstmal den Ring. Den wir jetzt wieder schätzen können. Hallöchen, Wasu. Ich habe einen Ring für dich. Der ist bestimmt ein Subrosia-Ring. Oh, der Octorok ist cooler. Ich glaube, ich bleib bei der Metamorphose zum Octorok. Naja, wie gesagt, immer mehr Zufälle kommen aufeinander. Mensch, ich habe einen Holzvogel für dich, alter Mann. Hier, guck mal. Er muss atemberaubend aussehen. Ja klar, kannst du haben. Atemberaubend. Hier, nimm dies. Schmierfett. Oh, welch Zufall. Den hat doch der Kerl eben bei dem Windrad gebraucht. Da sollten wir mal vorbeigucken. Ja, so langsam ist das Tauschgeschäft ein wenig nervig. Könnte man so sagen. So. Bam, bam, da-dam. Du-du-du. Hallöchen! So, lauf geschwind, lauf im Wind! So, Schmierfett, natürlich läuft's dadurch schneller. Dann nimm das Grammophon. Er sieht jetzt voll klein aus. Oh, und wie es abgeht! So, jetzt haben wir das Grammophon. Ja, perfekt. Und mit diesem Grammophon. Mensch, so langsam geht's mir ein wenig auf die Eier. Können wir... Von hier oben ist, glaube ich, am schnellsten. Zu den Ruinen. So. Und dort wollen wir jetzt... Genauso wie vorher schon... Nein, können wir noch gar nicht. Moment. Jetzt kommen wir erstmal dahin, was ich eben meinte. Was heißt eben? Dürfte inzwischen vor ein paar Videos sein. Hier unten ist nämlich so ein kleiner Dudel-Dudel-Dai, die Dumm. Der guckt das Grammophon an. Natürlich, das spielen wir mal. Die Dumm! Er mag das Stück. Dafür gibt es jetzt den Weg zu Geheimlichtung. Ja, mit steigender Temperatur, das heißt wie vorher auch schon, sollen wir nach Westen. Das heißt, wir fangen an. Hui! Im Winter. Hüpfen nach links. Dann wollen wir auf den Herbst wechseln. Wollen wieder nach links. So. Als nächstes kommt der Frühling. Frühling, gib mir Frühling. Frühling. Und nach links. Und dann Sommer. Sommer. Und nochmal nach links. Juhu. Und da ist ein Schwert. Da-da-da-dam! Das Edelschwert. Auch Schwert Level 2 genannt. Piu, piu, piu. Jetzt können wir Laser feuern. Endlich. Oh, meine Güte. So. Jetzt muss ich allerdings erstmal überlegen.